Fantastic. Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen Episode Clash Royale, denn heute ist es mal eine Episode mal wieder mit ein paar geleakten Informationen. Ein paar Informationen, es handelt sich hierbei allerdings mehr oder weniger halt um Gerüchte, um Sachen, die vielleicht herausgefunden wurden. Ob es dann tatsächlich so kommt, das weiß ich natürlich nicht, das will ich jetzt hier natürlich auch nicht sagen. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich zeige natürlich keine Ingame-Sachen, weil ich die natürlich auch nicht habe, aber es sind, wie gesagt, Informationen, die bei Reddit veröffentlicht wurden. Es sind einige Informationen. Es geht um eine neue Challenge, es geht um Balance-Changes, es geht um Pokale, es geht um sonstige Sachen. Also, wir gucken einfach mal drauf. Ich blende es jetzt mal ein und wir schauen einfach mal, worum es denn überhaupt geht. Also, zunächst einmal, die Trophäen, die man verliert in Arena 4 bis 6, werden reduziert. Wie weit sie reduziert werden, das weiß ich leider nicht. Aber wie gesagt, einfach mal ganz lustig, mal wieder so ein paar Informationen zu geben. Dann vielleicht das auch mal ganz spannend. Du siehst jetzt diese Sachen. Was könnte kommen? Und dann ist ja am Ende entscheidend oder geil, dann zu sehen, was kam denn dann tatsächlich? Waren die Informationen richtig? Waren diese Gerüchte richtig? Das finde ich immer ganz spannend. Und das macht mir auf jeden Fall auch ziemlich viel Spaß. Und dann, replacing Crown Chest by Challenges. One Challenge every 8 hours can stack one Chest for every Challenge. Bedeutet, die Crown Chest wird ersetzt durch Challenges. Es gibt die alle 8 Stunden eine Challenge. Und die sind auch stapelbar. Wenn du mal eine nicht schaffst in den 8 Stunden, dann kannst du die quasi nachholen. Das ist schon mal ganz cool. Dann, sehr interessant, dividing Legendary Arena on 3 Parts. Die wird in 3 Teile geteilt, oder soll, ne? Wir sagen ja, wir sind ja beim Konjunktiv, oder sie könnte in 3 Teile geteilt werden. 3000 Pokale, 3500 Pokale, 4000 Pokale. Das bedeutet, und Change Design, ein verändertes Design dann jeweils, also echt, bin ich echt mal gespannt, ob das passiert. Wir werden sehen. Dann, Giant, Magical und Super Magical Chest Cost reduced by 50%, um 50% reduzierte Kosten bei der Riesen Magie und Super Magie Tour. Ernsthaft? Ich kann da echt nicht ganz. Da kann ich wirklich nicht dran glauben, Leute. Da kann ich wirklich nicht dran glauben, dass passieren soll. Ich habe übrigens eine Sache jetzt hier noch ein bisschen ausgeblurrt, weil es da noch eine Information ist, die ich gerne noch nicht heute geben möchte, sondern da will ich lieber noch warten. Wir haben übrigens auch noch so viele Sachen, die wir noch machen können die nächsten Tage. Ich habe noch meine Riesenturniertruhe. Ich habe noch eine andere Turniertruhe, dann kommt ja die neue Karte, dann habe ich noch die Clan-Truhe. Dann wollen wir natürlich runtergehen in die neue Arena. Ach, wir haben so viel zu tun noch. Es gibt noch so viel zu tun bei Clash Royale auf jeden Fall. Dann, Archer Queen Challenge on, da komme ich gar nicht mehr der. Archer Queen am 14. Februar, eine neue Challenge, da bin ich mir echt gespannt. Und das soll man angeblich auch spielen können am 13. Februar schon. Ich bin mal gespannt. Some fixed decks with Archer Queen and you can choose it. Dann ist natürlich wieder die Frage, wenn es denn tatsächlich so kommen sollte, dass die Archer Queen den Weg findet nach Clash Royale, findet sie denn dann wirklich nur für die Challenge dahin? Wird sie danach noch verfügbar sein? Ist es vielleicht so wie bei dem Elektromagier, dass du dann die Archer Queen vielleicht gewinnen kannst bei der Challenge, wenn du 12 Siege schaffst? Leute, Fragen über Fragen. Ich kann es euch leider auch nicht sagen, aber es wird mega spannend. Es wird mega spannend, das dann zu beobachten. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gerne, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Dass es dann tatsächlich jetzt, also zumindest laut dieser Quelle, die Archer Queen sein könnte, die den Weg findet dahin und vielleicht nicht dann nicht der König und nicht der Warden. Ich bin sehr gespannt. Dann, die Balance Changes, die angeblich kommen sollen. Wann genau, weiß ich leider nicht. Also wie gesagt, es ist ein Reddit-Beitrag. Nicht mehr und nicht weniger. Von daher ist das auch absolut kein Problem, dass ich den teile. Das kann ja jeder im Internet schreiben, wie er will. Nur, ob dann die Sachen im Internet stimmen, das ist natürlich eine andere Sache. Ich bin sehr gespannt. Dann, Zap Wizard. Deploying with Zap removed minus 50% Damage. Naja, wir werden sehen. Pekka ist ganz interessant. Minus 25% HP, kostet dann aber, oder sollen nur noch 6 Elixier kosten, Medium Speed. Das ist interessant auf jeden Fall. Die Prinzessin soll nach jedem Schuss das nächstgelegene Ziel anvisieren. Oh, interessant. Kanone, plus 8% Schaden. Die Skelette, jetzt 5 von ihnen. Na, mal gucken, wie sich das so gestalten wird. Ja, das wäre natürlich schon, krass, 5 Skelette. Sparky ist ganz interessant. Charge, also zum Aufladen, 4,5 Sekunden, 5% weniger Schaden, aber nur einmal Recharge. Das bedeutet, wenn du ihn zappst, dann lädt er nicht nach, dann ist er sofort wieder ready. Die Guards, Attack Time, also Angriffszeit minus 0,2 Sekunden. Der dunkle Prinz, Splash Range, also wenn er da quasi seinen Schaden aushält, plus 10%. Tesla, Betäubung, minus 0,2 Sekunden, Damage minus 8%, Lifetime minus 10 Sekunden. Also es sind viele Sachen auf jeden Fall, die kommen könnten. Rage, minus 5%,
again. Und dann schreiben wir noch drunter: If Supercell delete, it's you will know it's true info. Bedeutet, falls Supercell diesen Beitrag löschen sollte, dann wisst ihr, es sind wahre Informationen. Naja, keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert, ob es dann tatsächlich eintritt oder nicht. Wir werden sehen, ich habe keine Ahnung. Und ja, wir gucken jetzt auf jeden Fall noch auf dieses Spielchen hier von Antonius aus meinem Clan gegen One Light. Das habe ich noch rausgesucht, weil es ein sehr, sehr knappes Spiel war. Mit doch auf jeden Fall sehr knappem Ausgang. Wir sehen das jetzt hier, der Turm vom Gicht hat nur noch 500. Sein ist doch ganz gut dabei, aber er hat jetzt schon zwei Bowler ausgepackt. Und wir werden jetzt mal sehen, was passiert. Oh, oh. Unten ist jetzt der... Oh. Das ist das typische Deck mit... Hat er den Freeze? Jo, er hat gefrieselt. Mit Freeze und mit dem Friedhof. Und jetzt hat er aber zum Glück noch seinen Eisgolem dahin gepackt. Der ist natürlich nicht schlecht gegen den Friedhof. Lol, zwei. Der hat ernsthaft noch 2 HP. Ernsthaft? Alter. Ganz schön knapp. Aber okay, das war's. Und ich habe auch noch ein geiles Spiel von mir rausgesucht, auf jeden Fall, Alter Schwede. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare schreiben. Und das war mein Spiel gegen, keine Ahnung, wie derjenige heißt, Sephirex. Und was ich ganz interessant finde, ich habe die Smileys hier in diesem Fall ausgehabt und sehe dann in der Wiederholung natürlich trotzdem die Smileys. Das könnten sie vielleicht mal ausstellen, dass man sie dann auch in der Wiederholung deaktivieren kann oder so, weiß ich jetzt nicht. Denn wir werden es gleich in der Wiederholung sehen. Er hat ziemlich viel mit Smileys rumgespammt. Naja, das ist nun mal so. Er hat ziemlich viel mit Smileys rumgespammt, aber wir haben es dann trotzdem irgendwie noch hinbekommen, uns dagegen zu wehren. Habe ich allerdings auch hinterher erst gemerkt. Ne, weil ich es ja aus hatte, jetzt habe ich erstmal den Electro-Wizard gesetzt. Das Deck habe ich mir übrigens selber gerade ausgedacht. Ich wollte einfach mal was anderes zeigen, als ständig dieses Golem, Elite-Barbaren, was haben wir noch? Elixiersammler und Holz-Deck. Und deswegen, das Deck hat den Spiegel und hat den Klonzauber eigentlich schon ganz lustig. Na gut, klar, er kommt noch ganz gut dagegen an jetzt mit seinem Eismagier auf der Seite, aber er ist auch selber noch nicht richtig durchgekommen. Von daher alles noch im grünen Bereich. Und er hat auch immer, wie ich finde, den Feuerball so ein bisschen verschwendet eigentlich. Am Anfang schon, ja, da drauf jetzt war es sogar noch halbwegs okay, hätte er vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Deswegen, der Turm schon ganz gut angeschlagen, 1500 hat er noch. Und wir sind auf jeden Fall noch ganz gut dabei. Er ist jetzt zwar mit seinem Ritter schon ein bisschen durch mit dem... Ja, da ist jetzt natürlich der Elektromagier ist sehr gut. Teilt natürlich dann doppelten Schaden aus, ne, beziehungsweise auf zwei Sachen gleichzeitig. Konnte ich den Ritter ganz gut mit kontern und jetzt auch noch den. Ja, gegen den Eismagier ist dann schon ein bisschen schwieriger. Vor allem, der ist noch nicht ganz im Radius von meinem Turm. Das ist das Problem gewesen, aber er hat noch so gerade überlebt. Und er ist ja gerade mal Level 1. Jetzt konnte ich schon wieder ihn setzen. Allerdings, er hat den Königsriesen und der ist sehr stark. Und na, mein Deck ist nicht unbedingt dafür ausgelegt, den Königsriesen zu setzen oder beziehungsweise zu kontern. Aber okay. Jetzt habe ich nur die Minions gesetzt, relativ schnell down gegangen. Jetzt habe ich sie sogar nochmal einmal geklont. Das war eigentlich ganz lustig. Muss ich sagen, der Klonzauber macht mir richtig Spaß, den zu spielen, auch wenn es natürlich öfters mal damit in die Buchse geht. Ist egal. Macht trotzdem richtig Spaß. Vor allem dann nochmal geklont. Konnte ja relativ gut kontern, ist aber egal. Wir werden es jetzt gleich nochmal sehen. Gleich gibt es richtig viele Lava-Hunde. Ohne Scheiß. Ach, der ist so lustig. Der Lava-Hund ist mit Abstand die beste Truppe, die du klonen kannst. Golem und so macht überhaupt keinen Sinn. Ja, vielleicht noch Skelette oder so. Ist halt immer die Frage. Wenn dann der Gegner den Sepp hat oder so, den Feuerball hat, dann ist auch relativ schnell vorbei. Und da hat er wieder den Feuerball verdroschen. Er hätte locker den Elektro-Wizard noch mit wegkriegen können, hat er aber nicht geschafft. Und so müsste ich jetzt eigentlich ganz gut durchkommen. Konnte ich noch schön den Babydrachen hinterher setzen. Er nimmt jetzt zwar das Holz. Ja, genau. Zack, diesen kaputt. Und ja, jetzt bin ich gleich schon durch. Aber ich wusste jetzt zu diesem Zeitpunkt, er braucht ja nur einmal den Königsriesen zu setzen und der Turm bei mir ist down. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, auf der rechten Seite noch meinen Lava-Hund zu setzen. Und jetzt ist sein Turm... Ja, jetzt ist er down. Jetzt ist sein Turm down. Mein Turm lebt noch, aber er hat ja noch den Königsriesen. Von daher wird der Turm auf jeden Fall fallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, doppelter Lava-Hund und dann nochmal geklont. Und jetzt geht die Party jetzt richtig los. 4 Lava-Hunde. Da kann er machen, was er will. Da kommt auch der Smiley, aber das bringt ihm dann gar nichts mehr. Da kann er zappen, da kann er jetzt Feuerball machen. Das bringt ihm gar nichts mehr, jetzt ist nämlich gleich vorbei. Da habe ich sogar noch, glaube ich, einen Smiley gemacht. Ja, genau. Ja, am Ende. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, dass er die Smileys deaktiviert hat. Weil ich sie deaktiviert habe. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere League-Folgen haben wollt, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns später wieder. Macht's gut. Tschüss.